Das operative Marketing-Controlling wird angewendet, um die Effizienz von Marketingkampagnen zu verbessern, indem es folgende Aspekte berücksichtigt. Überwachung der Marketingaktivitäten. Das operative Marketing-Controlling überwacht die verschiedenen Marketingaktivitäten, um sicherzustellen, dass die strategisch festgelegten Erfolgspotenziale wirtschaftlich sichergestellt werden, zum Beispiel Produkt, Preis, Distribution, Kommunikation, Personalpolitik, Prozessmanagement und Ausstattungspolitik. Analyse von Abweichungsursachen. Es identifiziert, wenn die Umsetzung der Marketingmaßnahmen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt und analysiert die Ursachen für solche Abweichungen. Durchführung von Ursachenanalyse und Entwicklung von Handlungsoptionen. Basierend auf der Ursachenanalyse werden geeignete Handlungsoptionen entwickelt, um die Effizienz der Marketingkampagnen zu verbessern. Instrumentenbezogene Kontrolle. Neben der Kontrolle des gesamten Marketingmixes wird auch eine instrumentenbezogene Kontrolle durchgeführt, um genaue Ursachenbestimmungen und gezielte Korrekturen zu ermöglichen. Soll ist Vergleiche. Diese Vergleiche dienen zur Kontrolle der Beziehung zwischen Produkt und Markt sowie zur Kontrolle des Marketings insgesamt und werden auch zur Kontrolle einzelner Marketingmaßnahmen eingesetzt. Kommunikationsprozess. Der reibungslose Informationsfluss zwischen dem Marketing-Controlling und der Marketingabteilung sowie anderen Abteilungen des Unternehmens ist entscheidend für den Erfolg des operativen Marketing-Controllings. Durch diese Maßnahmen kann das operative Marketing-Controlling dazu beitragen, die Marketingkampagnen effizienter zu gestalten, indem es die Leistung kontinuierlich überwacht, Probleme frühzeitig erkennt und Maßnahmen zur Verbesserung der Kampagnenleistung entwickelt. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.